Ja, hallo zusammen. Schnell mal über die finanzielle Unabhängigkeit sprechen. Wie geht man am besten vor und warum motiviere ich mich dafür? Ich motiviere mich dafür, weil ich eben unabhängig sein will von der Arbeit und ich möchte entscheiden können, was ich mache und ob ich freiberuflich arbeite oder halbtags oder gar nicht. Oder ob ich ein Jahr auf ein Schiff gehe, zum Beispiel auf einen Cruise-Liner oder ein Jahr irgendwo an den Strand oder in die Berge. Das möchte ich alles ganz frei entscheiden und deswegen motiviert es natürlich, Gas zu geben bei der Anlage und beim Sparen. Und dann macht das Leben irgendwie auch viel mehr Spaß, es wird interessanter, als jedes Wochenende oder jede Woche irgendwie nach dem Zeug zu rennen und zu konsumieren. Habe ich mir gesagt, okay Leute, das bringt einfach nichts. Was bringt eigentlich die Gucci-Tasche? Ist das fast eigentlich ein Betrug? Weil was gibt Gucci aus für die Werbung oder all die anderen Marken, Edelmarken? Ich greife jetzt eine heraus. Die geben sehr, sehr viel Geld aus. Hunderte von Millionen, Milliarden fließt in die Werbung, ohne eigentlich etwas für das Produkt zu tun, für die Qualität vom Produkt, für die Beschaffenheit oder für die Forschung, sondern einfach in die Werbung. Und da hat ja im Grunde der Kunde gar nichts von. Und insofern, ich gehe oft einfach für die einfachsten Produkte, ganz einfach, natürlich, zum Beispiel bei der Ernährung, natürlich frisch und gesund. Und bei der Kleidung einfach 100% Baumwolle oder so. Und der Rest ist mir egal, was für ein Etikett da drauf steht. Aber gut, da gibt es Prioritäten, jeder hat eine andere und das ist auch in Ordnung so. Und ich habe auch nichts grundsätzlich gegen Konsum, ich habe auch nichts gegen Luxusgüter, wenn einer eine Gucci-Tasche mag, soll er die mögen und kaufen. Und wenn jemand einen Porsche mag oder einen Mercedes, ist das die Entscheidung von der Person. Aber ich kann persönlich damit nichts anfangen, aber das muss eben jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe lieber die Freiheit, die finanzielle Freiheit und kann leben an einem Ort, wo ich leben möchte und kann beruflich tun, was ich möchte. Und die Sache mit dem richtig Gas geben, in 20 Jahren kann man ein erhebliches Vermögen aufbauen. Mit 1000 Euro im Monat geht schon einiges. Da kann man sehr viel erreichen. Über die Dekaden hinweg, wenn man da stur und stetig spart, vielleicht auch noch das Weihnachtsgeld, beim Urlaubsgeld noch was dazu gibt. Und noch ein bisschen mehr kann man erreichen mit einem Nebenjob. Und es gibt ja auch exotische Jobs, die einem viele Möglichkeiten geben. Zum Beispiel das Leben auf so einem Großschiff. Wer das mag und der kann da 2 Jahre drauf gehen, der hat ja im Grunde gar keine Kosten, Lebenshaltungskosten, denn man bekommt ja das Zimmer gestellt und auch die Verpflegung und man ist immer an schönen Orten, irgendwie in der Karibik mit dem Großschiff oder irgendwo halt auf den Weltmeeren, was total exotisch und interessant sein kann. Jedenfalls gibt es Möglichkeiten, die finanzielle Freiheit so auch zu erreichen. Ich habe eben keine Kosten, kann daheim meine Wohnung aufgeben oder kann alles im Grunde alles verkleinern, habe einen Koffer, gehe an Bord und arbeite dann dort ein paar Jahre lang an Bord und kann im Grunde das komplette Gehalt sparen, 100% investieren, weil ich kriege, wie gesagt, Verpflegung, Unterkunft und so weiter, bezahle auf diesen Luxusschiffen. Aber es ist nicht jedermanns Ding. Aber so Sachen gibt es eben und das geht dann eben im Grunde auch sehr sparsam, kommt man da über die Runden. Und die andere Sache ist halt immer die großen Kosten beachten, Transport, also das Auto, Wohnen, also wie groß muss das Haus sein oder die Wohnung und Essen. Muss ich ins Restaurant gehen, kann ich nicht zu Hause einfach was kochen. Bohnen und Reis oder was auch immer, frische Sachen sind ja gar nicht so teuer. Und aber die Restaurants, die gehen halt richtig ins Geld. Da muss ich mir halt genau überlegen, okay, was mache ich, was macht Sinn. Und in 20 Jahren kann man die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Das ist alles möglich mit einer regelmäßigen hohen Sparquote. Es kommt nur auf die Sparquote an und nicht aufs Gehalt. Denn was nutzt denn ein Millionengehalt, wenn meine Sparquote 0% ist? Da habe ich ja gar nichts davon. Das passiert oft, dass die Leute sehr hohe Gelder haben, aber nichts sparen, weil der Lebensstandard wird gerne angepasst an die Einkommen und das liegt auch an den Kollegen, an dem sozialen Mithalten müssen, am Vergleichen, was für ein Auto, Haus und so weiter, Statussymbol besitzt denn die Person. Und aber wie gesagt, ich versuche so wenig wie möglich zu konsumieren. Wenn ich einen Artikel oder ein Produkt kaufe, der über 100 Euro kostet, überlege ich mir das sehr genau,
Manchmal denke ich über einen Monat nach und schiebe das auf, damit ich keine emotionalen Entscheidungen treffe. Viele Leute treffen emotional ihre Kaufentscheidungen, die gehen ins Internet und machen per Klick dann in Sekundenschnelle entscheiden die. Und das ist dann eigentlich eine ganz schlechte Sache, so zu entscheiden über das Geld. Es ist bescheuert, das schadet einem, man häuft Zeug an und das macht einen nicht glücklich, die ganze Kauferei. Eigentlich ist ein Leben mit weniger sinnvoller, es schont auch die Umwelt, nicht nur den Geldbeutel, und es macht einen auch zufriedener, weil man bodenständiger wird und nicht jeden Wunsch sich gefallen lässt vom Denksystem hier oben, und dass man sich ein bisschen unter Kontrolle hat und man genau überlegt, brauche ich denn diesen Gegenstand und bereichert der nachhaltig mein Leben, wenn ich mir jetzt diesen teuren Handy-Maschinenapparat kaufe, macht er mein Leben lebenswerter, oder die neue Jacke von Hugo Boss, die 800 Euro kostet, macht die mein Leben lebenswerter? Ist das wirklich bereichernd? Und ist es nicht wertvoller, wenn ich die 800 Euro in zum Beispiel ein ETF anlege? Und was wird aus den 800 in 20, 30, 40 Jahren? Da ist ja einiges zu holen. Insofern, ja, Leute, immer nachdenken, Kaufentscheidungen aufschieben, gerade wenn sie größerer Natur sind. Auch über bestimmte Verhaltensweisen nachdenken. Es gibt Leute, die gehen gerne in Bars und trinken sich, muss das sein, ein Cocktail für 12 Dollar und dann eine ganze Reihe davon runterschlürfen. Macht es Sinn zu rauchen? Was sind die Nebenwirkungen, die Kosten und so weiter und so fort? Und ja, also ich mache auch nicht alles perfekt, ich mache auch viele Fehler. Ich versuche nachzudenken und ich glaube, ich habe das ganz gut in den Griff bekommen. Von klein auf habe ich gelernt zu sparen, das war auch eine Not, und ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, aber das möchte ich auch nicht glorifizieren. Ich habe halt gelernt, ein bisschen aufzupassen, und das hat sich ausbezahlt. Ich bin jetzt finanziell frei, allerdings kann ich auch nicht in Saus und Braus leben, sondern ich muss auch auf die Kosten aufpassen. Das ist nämlich der Punkt, dass auch viele reiche Leute, die sind eben sparsam, deswegen sind sie so reich und hämmern nicht immer alles raus. Sofort, wenn das Gehalt reinkommt, dass sie schon wieder nachdenken, wenn ich jetzt brauche, ich schon wieder was Neues, Kleidung, Computer, Handy, Urlaub und so weiter, immer ans Ausgeben denken, sondern einfach mal tief durchatmen, Luft holen und nachdenken, was ich wirklich an Konsum Dingen brauche und was nicht, was ist nötig, was ist ein Muss und was ist ein Kann, was ein Muss, was unbedingt nötig ist, das brauche ich natürlich, was soll ich darüber nachdenken. Aber bei den Kann-Entscheidungen denke ich mir, okay, das kann sein, muss aber nicht, ist also für mich unnötig, lege ich lieber zur Seite und bin frei in 20 Jahren. Ja, so war meine Entscheidung. Meistens bis auf eine Phase in meinem Leben, da habe ich sehr viel rausgehämmert, sehr viele Sachen gekauft und ich war eigentlich unglücklich in der Zeit, und das ist das meistens der Fall, wenn Leute im Kaufrausch sind und zu viel kaufen, dass sie von der Seele her eben nicht so glücklich sind. Okay, soweit so gut aus New York. Ich bin hier in so einem kleinen Wohnviertel, wo nicht im Grunde gar kein Verkehr ist. Es sind viele ältere Leute untergebracht, aber ringsherum ist gleich die Wall Street, 5 Minuten hier runter. Und ja, ich habe ein paar Sachen eingekauft, Käse und Spargel und so. Jetzt sollen noch mal ein paar kalte Tage kommen, richtiger hoher Schneefall wird erwartet heute Nacht gegen Mitternacht oder so. Richtig viel Schnee, das kann sein, dass es dann schwieriger ist, zum Supermarkt zu gehen. Deswegen habe ich noch mal so eine kleine Ladung Zeug gekauft. Jetzt gehe ich zurück nach Hause. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Passt gut auf euch auf und bildet Rücklagen. Das macht es wirklich einfacher später im Leben. Dann braucht man sich nicht so viele Sorgen machen um den Arbeitsplatz oder um die Technologisierung oder um die Automatisierung, dass eben überall Roboter kommen und so. Da besteht ja auch viele Sorge, viele Ängste. Deswegen wählen ja auch die Menschen ein bisschen extremer. Was die Parteien angeht, das sind oft eigentlich einfache Ängste, und ich glaube, wenn man rational entscheidet, ein bisschen nachdenkt, Rücklagen bildet, und dann sieht man da über die Jahre, dass man da ein Polster aufbaut, und dann ist man viel flexibler, auch was den Job angeht,
wenn einem der Job dann nicht Spaß macht und ihr habt dann ein schönes Vermögenspolster aufgebaut, sagen wir mal, wenn ihr 100.000 habt im Depot und dann geht ihr viel lockerer mit einem Problem um bei der Arbeit, dann könnt ihr sagen, Mensch, hör zu, Chef, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Und wenn ihr 200.000 oder 300.000 Euro gespart habt, ist umso lockerer. Und dann könnt ihr das machen, was euch Spaß macht. Und dann könnt ihr viel flexibler reagieren. Dann könnt ihr von einer Vollzeit auf eine Halbtagszeitstelle gehen. Und je mehr ihr aufbaut, desto freier werdet ihr. Man muss aber auch immer aufpassen, dass man eben seine Freiheit nicht zu schnell wieder ausgibt, sondern man muss da immer vorsichtig sein und nachdenken und rational entscheiden und durchkalkulieren und schauen, dass einem ein Finanzpolster auch langfristig reicht. Und am besten ist es eben von den passiven Einkommensströmen zu leben, eben von den Dividenden. Oder wer eine Wohnung hat oder ein Haus von den Mieteinnahmen, und dass man eben nicht das Haus verkauft oder die Wohnung, sondern dass man konsumiert, was reinkommt, unterm Strich Dividenden oder Mieteinnahmen, und nicht die Substanz angreift. Das wäre dann ein aggressives Verkaufen zum Beispiel von Dividendenaktien und aus den Verkaufserlösen dann die Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Wer viel Geld hat, kann das machen in kleinen Dosierungen. Da geht es, es gilt ja diese 4%-Regel als Faustformel, dass man, wenn man ein Depot hat, 4% versilbern kann, ohne dass man an die Substanz geht, weil ja, also in den 4% sind auch die Dividenden enthalten, 4% insgesamt, dass man das eben jedes Jahr ausgeben kann, ohne an die Substanz zu gehen. Das wären zum Beispiel bei 100.000 Euro in einem Depot, mit 100.000 kannst du jedes Jahr 4% wären dann 4.000 Euro, das wären grob 380 Euro oder so im Monat hättest du dann, ohne an die Substanz zu gehen. Wenn du viel mehr rausnimmst, dann wäre das ein bisschen bedenklich, denn dann lebst du von der Substanz. Es gibt mittlerweile Leute, die sagen, okay, 4%-Regel ist ein bisschen aggressiv, sei vorsichtiger, nimm die 3%-Regel oder 3,5%, dann erhältst du besser die Substanz. Aber das soweit als Faustformel, also spart und investiert und macht Sport, seid gesund und bildet euch weiter, lest viel und passt gut euch auf euch auf. Okay, macht's gut, ciao.